Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dead Space 1. So, und wir haben beim letzten Mal hier abgespeichert, weil wir haben die Railway Station ja wieder in Betrieb genommen. Und jetzt haben wir unser altes Raumschiff wieder, ja, Shaka Zulu, in Betrieb nehmen. Ich glaube da noch nicht so wirklich dran, aber wer weiß, wer weiß. Jetzt gehen wir erstmal schön zurück. Shit. Das hört sich irgendwie alles gar nicht so gut hier an. Ich hoffe mal, dass das kein Fehler ist, was wir gerade hier machen. Okay. Dann schauen wir mal, was jetzt hier auf uns wartet. Wie sieht denn unser Inventar überhaupt aus? Oh, wir haben nur 10 Schuss Munition. Das ist nicht wirklich viel. Alter! Oh, da war jemand. Den holen wir uns. Den kriegen wir, den kriegen wir. Hilfe, 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 Hilfe! Oh, scheiße. Ich glaube, ich habe... Oh! Alter! Bist du behindert oder was? Alter, raus hier. Meine Fresse. Ich habe mir gerade eine Hose, glaube ich, gemacht. Isaac, wir haben es auf die Brücke geschafft. Das ist ein Albtraum hier. Kein einziger Verlierer. Wir versuchen uns zum Hauptrechner durchzuschlagen. Wünschen Sie uns Glück. Ja, wünschen mir lieber mal Glück, dass ich hier keinen Herzinfarkt kriege, bevor ich hier rauskomme. Alter Schwede. Ich wusste gar nicht mehr, dass es so krass war. Meine... So, jetzt aber. Okidoki. So, jetzt gucken wir mal. Hier war da auch noch was. Ja, da... Oh, oh. Okay, auf in den Kampf. Oh Scheiße, ich hab's schon gesehen. Habt ihr den Schwanz gesehen, der da einmal eben hochgekrochen ist? Ich will hier nicht rausgehen. Muni. Viel Muni kriegen wir hier leider nicht. Okay, wir gucken mal. Wow! Alter, was soll das denn hier? Da denkt man, man hätte seine Ruhe gehabt. Am Hintern. Oder am Arsch. Meine Fresse. Ist doch nicht normal, die Scheiße hier. Okay. Feindliche Lebensform entdeckt. Wow! Scheiße, Kinders, scheiße. Scheiße, scheiße. Das war klar. Alarm. Kollision in der zentralen Hangarbucht registriert. Rettungstrupps wurden informiert. Oder kommen die nächsten? Ah, der hängt da hinten rum. Okay. Was ist da unten los? Was ist mit dem Shuttle passiert? Das war unser Ticket nach Hause, der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Kendra! Nein, Hammond! Das ändert alles! Lassen Sie mich doch nachdenken. Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner? Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Captains. Und wo ist der Captain?
Hier ist Captain Benjamin Mathias. Aufenthaltsort MedLab. Status? Verstorben. Was? Wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Finden Sie den Captain, dann haben Sie auch seine Rig. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac, ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine Rig so schnell Sie können. Was war das? Nicht gut. Okay, wir müssen hier wieder durch. Und dann da hinten rüber. Wir gehen erstmal speichern, Kinders. Sicher, sicher. Alter Schwede. Echter Wahnsinn. So, wir müssen zur Krankenstation. Ich entsinne mich ganz mager dran, dass das ein ganz beschissenes Level war. Aber nun gut. So. Dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Okay. Können wir nicht nehmen. Ich höre Stimmen. Alter Schwede. Ich höre Stimmen. Ja, hier ist die Toilette. Nee, wir müssen gerade, glaube ich, nicht. Wir haben schon alles in der Hose, in der Büchse geschittert. OMG. Okay, auf zur Krankenstation. Und los geht's. Jetzt bin ich mal gespannt, was da auf uns wartet. Das kann nur unlustig werden. Aber egal, wir schaffen das schon. Irgendwie schaffen wir es immer. Mit voller Hose oder ohne, das ist eigentlich jetzt schnurzpiep egal. Oh, hier ist die Monorail. Okay. Cool, dann gucken wir doch mal, was es hier Feines gibt. Wie viel Kohle haben wir denn? Wir haben 27.000. Wow. Da können wir uns da direkt mal was kaufen. Und zwar Anzug Level 2. Den kaufen wir. Ich glaube, der hilft uns ganz gut. Und los geht's. Da bin ich mal gespannt, wie der jetzt nochmal aussah. Ich weiß es nämlich wirklich nicht mehr. Aber Hauptsache ein bisschen mehr gepolstert. Und ja. Krasse Kacke. Okay. Sehr cool. Sehr cool. So, was haben wir noch? Das Impulsgewehr kaufen wir. Jawohl. So, Plasmaenergie. Okay. Inventar. Wir haben so viele Medipacks. Die könnten wir eigentlich mal einen mittleren in Safe tun. So einen kleinen tun wir auch in Safe. Und noch einen kleinen. So. Und dann würde ich sagen. Waffe wechseln 1, 2, 3, 4. Hahaha. Ha, ha, ha. Okay, okay, okay. Das probieren wir jetzt erstmal aus. 2. Ja, und jetzt? Oh, cool. Wow. Cool. Haben wir was? Ne, hier ist nichts.
Wir haben das Impulsgewehr, das ist schon mal nicht schlecht. Haben wir überhaupt einen Knoten? Ich glaube nicht, ne? Nein, wir haben keinen Knoten. Okay, dann würde ich sagen, wir flitzen mal eine Runde hier. Und los geht's. Wow, wir haben das erste Kapitel abgeschlossen. Ich glaub's ja gar nicht. Ja, Fortschritt speichern. Ja, machen wir. Ja, genau da. Ja, danke. Okay, Intensivstation. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Jetzt müssen wir erstmal ankommen. Sehr cool, sehr cool. Aber jetzt wollte ich erstmal schauen, wie viel Inventar haben wir denn? Ah, wir haben nur einige frei. Das ist cool, dann können wir jetzt mal ein bisschen... Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich wusste, du würdest kommen. Mhm. Wie du es gesagt hast. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle bringen. Okay. So, das hätten wir. Los geht's. Ich trau dir. Oh, Scheiße. Ja. Flammenwerfer. Sehr geil. Und los geht's. Auf in die Intensivstation. Isaac, sind Sie noch da? Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann. Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Okay. Wir haben auf jeden Fall neue Aufgaben. Wir schauen mal eben, was es hier so gibt. So, was haben wir denn Feines? Flammenwerfer mit E hinzufügen. 13.000. Ich glaube, den kaufen wir uns. Oder haben wir irgendwie Plasma-Energie? Nee. Impulsgewehr, Energieknoten. Vor dem Flammenwerfer brauchen wir eigentlich nicht. Das ist eigentlich... nee. Blödsinn, brauchen wir nicht. Also in den vorigen Spielen habe ich den auch nie benutzt, weil den fand ich nicht so prickelnd. Jetzt gehen wir mal zur Vorsicht nochmal hier abspeichern. Damit wir da auch wieder anfangen, wo wir aufgehört haben. So, dann haben wir das schon mal geschafft. Dann kann es jetzt hier weitergehen.